Vor genau 100 Jahren fand der Völkermord an den Armeniern in der Türkei statt. Dieser deutsche Historiker hat ein einmaliges Buch geschrieben, das die Ereignisse berichtet und die wahren Fakten über den Genozid aufzeigt. In diesem Jahr, am 24. April, gedenkt die Welt des 100. Jahrestages der Verhaftung der Intellektuellen, der armenischen Elite, wenn man so will, von Konstantinopel. Die wurden allesamt deportiert und bis auf wenige Ausnahmen, die entkommen konnten, wurden alle ermordet. Das war der Beginn des Völkermordes an den Armeniern. In den darauffolgenden Monaten wurde Stück für Stück das gesamte Volk, das nicht in der Hauptstadt Konstantinopel wohnte, auf jeden Fall, aus den Städten in die armenische Wüste getrieben. Auf dem Weg dorthin wurden Hunderttausende massakriert. Und wer dann dort ankam, wer trotz Hunger und Durst und Krankheiten und hunderte von Kilometer langen Todesmärschen dann noch in der syrischen Wüste ankam, durfte dort entweder verhungern, verdursten, an Krankheiten sterben oder wurde dort massakriert. Insgesamt 1,5 Millionen Todesopfer forderte der erste große Völkermord im 20. Jahrhundert und die größte Christenverfolgung der Gegenwart. Auf seinem Flug aus der Türkei zurück nach Rom erinnerte Papst Franziskus selber daran, dass die Völker Versöhnung finden müssen, auch wenn es nur in kleinen Schritten geht. Nun erstmal verschiedene Äußerungen des Heiligen Vaters, für die er heftig angegriffen wurde. Er hat mehrfach auch schon als Erzbischof von Buenos Aires in seinem Buch mit Rabbi Skorka den Völkermord an den Armeniern thematisiert. Und da hat mich doch die Frage gereizt, wie ging der Vatikan damit um? Nachdem Papst Benedikt XV. Ja mehrere Briefe an den Sultan geschrieben hat, die wir auch im Buch wiedergeben, muss man sagen, die vatikanische Diplomatie hat alles versucht, um das Morden zu stoppen, aber leider ohne Erfolg. Hesemann erklärt, dass der Völkermord und die Verleugnung desselben zu einer anderen Gräueltat des 20. Jahrhunderts geführt hat. Der Völkermord in den Armeniern ist heute hochaktuell. Schon mal darum, weil in genau den Regionen, in denen er sich ereignet hat, der Sore und Raqqa waren die Lager, in die die Armenier getrieben wurden. Dort findet heute erneut eine Christenverfolgung statt vor unser aller Augen. Damals haben wir alle weggeschaut beim Völkermord in den Armeniern. Heute schauen wir beim Völkermord des Islamischen Staates an den Christen in Syrien und im Irak weg. Und das Buch soll aufrütteln und soll auch klar machen, wohin es führt, wenn man wegschaut. Es war kein Geringerer als Adolf Hitler, der gesagt hat, bevor er den Einmarsch nach Polen befahl: Wer redet heute noch vom Völkermord in den Armeniern? Wer redet heute noch von den Armeniern? Der Völkermord in den Armeniern war die Blaupause für die Shoah, für den Holocaust. Der Holocaust hat das als Vorbild genommen, wenn er auch von der Methodik her alles industrialisiert hat und regelrechte Tötungsfabriken dann gebaut hat. Dieses Buch ist ab sofort auf Deutsch im Handel und Hesemann hofft, ein Exemplar Papst Franziskus persönlich überreichen zu können.